Hallihallo und herzlich willkommen aus dem Ruhrgebiet von der Strecke Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Wir sind heute mal unterwegs hier in einem Ersatzzug von Tri. Und zwar das Ganze hier im Karlsruher Kropf. Nicht Kropf, sondern Kopf. Dahinter haben wir noch ein paar N-Wagen in der Tri-Lackierung, ein Verkehrsroterwagen. Von der DB ist auch noch mit eingereiht. Und dann kommt nochmal ein Tri-N-Wagen. Hinten dran die Baureihe 110. Du am Steuer des RRX. Und ich würde sagen, wir steigen mal ein in den Führerstand, rüsten auf und gucken, dass wir losfahren können. Wir geben die Türen auf der rechten Seite frei. Dann können unsere Fahrgäste ein- und aussteigen. Dann einmal hier den Bremsschlüssel auf an. Der wird gelöst. Die direkte Bremse wird noch angewendet. Wir schalten die Instrumentenbeleuchtung an. Wir machen die PZP an. Dann machen wir noch die Lichter an. Das geht, glaube ich, hier hinten. Genau, Spitzensignale. Hervorragend. Na, hinten ist allerdings noch nicht rot. Das ist natürlich nicht so gut. Ich glaube, das können wir vom Steuerwagen aus gar nicht bedienen. Gucken erstmal, ob wir hier ein Ziel einsetzen können. Ob es da irgendwas gibt, was passt. Das Ganze ist natürlich jetzt auf die Strecke Bremen-Oldenburg angepasst. Dementsprechend weiß ich jetzt nicht. Nee, da gibt es nichts. Dann lassen wir es einfach leer. Genau, wir lassen es leer. Dann machen wir einmal Folgendes. Wir rennen einmal ganz schnell nach hinten und stellen in der Lok noch die Lichter an. Wir haben ja noch die Zeit dafür. Und laufen jetzt einmal hier am Zug noch vorbei. Genau, unsere Fahrt führt uns über Mülheim und Essen Hauptbahnhof nach Bochum. Einmal eingestiegen. Und dann können wir die Signalleuchten. Schlussleuchte, Begleiterseite. Gucken wir mal, ob das passt. Huch. Jawohl, oder? Sind die an? Doch, ich glaube, die sind an, oder? Ja, das sieht für mich danach aus. Aber wir kontrollieren noch mal ganz kurz in den Führerstand gegangen. Ob es da nicht irgend noch so einen Schalter da. Doch, den. Moment. Ja, also müsste dann wohl an sein, soweit ich das erkennen kann. Sonst wüsste ich nicht, was wir hier noch machen könnten. Oder gibt es noch irgendeinen Schalter? Das sind die Spitzensignale reduziert. Nee. Führerpultbeleuchtung. Nee, das brauchen wir alles nicht. Von daher, ich denke mal, das wird dann so passen. Ja. Gut, das passt dann soweit alles hier im Führerstand hinten. Ups. Was haben wir hier? Ah, interessant. Allerdings nicht bedienbar. Einmal wieder zurück zum Steuerwagen und dann können wir abfahren. Kann noch einmal hier durch den Zug durchwandern gerne. Ist ja auch sieht ein Anblick, den man nicht mehr alle Tage hat. Die N-Wagen. Ja, sehr, sehr schön. So, und dann Signal ist schon auf grün. Ich würde sagen, um 7:09 Uhr ist Abfahrt. Einmal den zu. Führerraum Tür zu. Türen auf der rechten Seite schließen. Und dann können wir soweit, glaube ich, abfahren, wenn ich jetzt nicht irgendwas absolut Überlebenswichtiges übersehen habe. Nö, ich glaube, das sieht gut aus. Gut, dann lösen wir noch die Lokbremse, beziehungsweise die direkte Bremse und schalten Leistung auf. Jawohl, wir können fahren.
Ausfahrt mit 90 km/h. Wir befreien uns aus der PZB-Überwachung und schalten die ein oder anderen Leistungsstufen noch auf. Was etwas tricky ist, wir haben jetzt hier in diesem Streckenmonitor nicht mehr die Halter drin, weil wir im Freeroam-Modus unterwegs sind. Also den Zugverband, den habe ich mir halt einfach selbst individuell zusammengestellt über den Formations-Editor. Den gibt es ja mittlerweile für den PC. Die entsprechenden Repaints sind aus dem Creators Club. Und dann habe ich mir das Fahrzeug hier auf die Strecke eingesetzt, einen Weg gesetzt und ja, jetzt fahren wir hier rum. 140 ist unsere V-Max heute. Schneller dürfen die Wagen nicht. Ich finde, im Steuerwagen hat man immer so ein Geschwindigkeitsgefühl. Kleine Parallelfahrt mit der S1 hier. Wir nehmen mal ein bisschen, also ich höre jetzt mal auf, weiter Leistung aufzuschalten. Stattdessen lassen wir mal die S-Bahn kommen. Na, wo bleibt sie denn? Holt sie uns nicht mehr ein? Okay, jetzt ist sie da hinten. Die S-Bahn müsste da hinten jetzt irgendwo lang. Ja, esse. Sehr schön. Taucht sie jetzt hier vorne irgendwo auf? Müsste jetzt eigentlich jeden Augenblick hier auftauchen. Ja, sie holt nicht so ganz auf, aber wir sehen hier kleine Parallelfahrt. Die S-Bahn hat nämlich auch die Signale auf grün. Dementsprechend müsste sie eigentlich gleich beschleunigen und dann vorbeikommen. Also irgendwie wird das nichts mit der S-Bahn. So, jetzt kommt sie langsam. Ja, oder auch nicht. Die S-Bahn hat keine Lust. Na gut, dann wird die Parallelfahrt nur so eine, ja, so eine halbe Parallelfahrt. Allerdings hält die S1 nicht hier. Die fährt hier genauso wie wir durch. Hält allerdings danach in Styrum. Das heißt also, ja, mit etwas Glück treffen wir uns am Mühlheim Hauptbahnhof wieder. Der müsste auch jeden Augenblick gleich kommen. Erstmal kommt noch Styrum. Dürfen eh gleich nur 110 fahren. Genau, also hier kommt jetzt erstmal Mülheim an der Ruhr Styrum. Und danach, da wo dieser große Turm dann im Hintergrund ist, da ist der Mühlheim Hauptbahnhof. Das ist ganz interessant, dass man, also dass ich zumindest jetzt so eine Streckenkenntnis hier doch habe, dass man die Strecke doch so kennt, dass man ungefähr weiß, wo die Bahnhöfe sind. Allerdings, ich will jetzt auch nicht zu viel des Guten hier
versprechen, am Ende fahren wir nämlich noch komplett drüber und schießen haushoch hinaus über Mülheim Hauptbahnhof. So, jetzt hier hinter der Kurve müsste sich dann der Bahnhof erstrecken. Genau, da ist er auch. So, Einfahrt mit 60. Lösen wieder aus. Da vorne kommt der RE. So, dann fahren wir noch ein bisschen weiter vor. Ja, und können dann ungefähr hier halten. Türen auf, Bremsen lösen wir, direkte Bremse ziehen wir an. Ja, 2 Bar, das reicht. Und da stehen wir jetzt hier in Mülheim. Ich würde sagen, es ist mal wieder Zeit für ein Foto. Immerhin haben wir bisher noch keins gemacht heute. Einmal hier die Schärfentiefe runtergenommen. Jawohl, das gefällt mir sehr. Ja, einmal noch vielleicht so. Ja, sehr schön. Hier vorne ist... Oh, warum muss eigentlich unsere Kamera gerade so unfassbar schnell? Hilfe! Seht ihr das? Wie schnell die Kamera ist? Das ist ja der Wahnsinn. Ich glaube, das ist ein kleiner Bug, der mit dem Fotomodus zusammenhängt, aber ich finde es nicht so schlimm, dass die Kamera auch mal ein bisschen schneller ist. Genau, 110 hinten dran schiebt uns hier mit der Werbung für Du am Steuer des RRX. Vor, glaube ich... Oh, hallo? Sehr schön. Vielleicht können wir eine kleine Parallelausfahrt provozieren. Und zwar, wir schließen mal die Türen. Lösen schon mal die Lokbremse, beziehungsweise die direkte Bremse. Das ist ja, glaube ich, keine Lokbremse im klassischen Sinne. Und schalten schon mal langsam Leistung auf, weil wir nach hinten rollen. Ist mir tatsächlich schon mal in Mülheim Hauptbahnhof aufgefallen, dass der Zug leicht nach hinten gerollt ist beim Anfahren. So. Der müsste jetzt gleich eigentlich die Türen zumachen. Ich hätte schon gerne eine kleine Parallelfahrt. Vielleicht sind wir etwas zu früh abgefahren. Wir werden eh wieder etwas langsamer. Na, na komm. Erstmal ein kleiner Screenshot. Na, wann macht er die Türen zu? Da, jetzt macht er die Türen zu. Und müsste dann jetzt gleich abfahren. Jetzt fährt er ab. Dann können wir entsprechend die Leistung jetzt auch aufschalten und jetzt mal wirklich versuchen, eine Parallelfahrt hier zu provozieren. Ja, beschleunigen kann der natürlich um einiges besser. Wir sind schon... Ja, genau so. Genau so, Leute. So muss das sein. So macht das unfassbar viel Spaß, Zug zu fahren im Simulator. Wow.
Wir haben einen leichten Geschwindigkeitsüberschuss. Also wenn das nicht herrlich ist, dann weiß ich es wirklich nicht. Mal die Leistung rausgenommen. Warten, bis er wieder vorbeizieht. Und wir schalten wieder ein bisschen Leistung auf. Denn er kommt jetzt langsam. Und einmal über die Überführung. Und jetzt gleich kommt er wieder zu unserer rechten Seite. Da ist er auch schon. Oh, wir müssen wieder ein bisschen Leistung aufschalten. Das ist ein richtiges Wettrennen hier. Allerdings wird die S-Bahn gleich wieder anhalten. Tja, da staunen die nicht schlecht, ne? So, wir sind beide ungefähr 125 km/h schnell. Und die S-Bahn hält jetzt gleich aber in Frohnhausen an. Wir können aber auch schon mal die Leistung wieder rausnehmen. Und wir verabschieden uns für heute von der S-Bahn, denn die werden wir vermutlich nicht mehr so schnell wiedersehen. Dafür kommt uns auch schon die nächste S-Bahn entgegen, die Regionalbahn in diesem Fall. Und dann sind wir gleich auch schon in Essen Hauptbahnhof. Das hier ist Essen West. Wo unter anderem die S1 hält und die S9, die S3. Der RE14, die RB33, glaube ich auch. Hier das S-Bahn-Betriebswerk von Essen-Waldhausen. Ankündigung von der 10. Der Regionalexpress. Und wir bremsen jetzt. Da ist nämlich Essen-Hauptbahnhof. Ich glaube, wir halten auf Gleis 4 oder 5. Die S-Bahn wird da gleich rechts auf Gleis 11 halten. Vielleicht sehen wir das sogar noch. So, müsste glaube ich Gleis 5 sein. Und ist der übrigens längste Bahnsteig Deutschlands. Interessanterweise. Gleis 6. Pardon. So, wir halten da vorne beim Signal.
Essen Hauptbahnhof. Da sind wir auf Gleis 6. Die Zugzielanzeige stimmt nicht ganz. Da fuhr noch die S2 ein nach Oberhausen Hauptbahnhof. S3, pardon. Und hier auf Gleis 11 fährt jetzt die S1 ein, und zwar in 3 Minuten. Das heißt also, das werden wir dann wohl nicht mehr sehen. Ja, Essen Hauptbahnhof. Recht großer Bahnhof tatsächlich. Ein sehr wichtiger Bahnhof, wo sehr, sehr viel Fernverkehr und Nahverkehr hält. Ziemlicher Knotenpunkt im Ruhrgebiet. Ja, von der Kulisse her, die Szenerie, reden wir da mal nicht drüber. Also das Gebäude hier ist korrekt. Dieses schwarze Gebäude hier ist von DB Schenker, das ist auch korrekt. Fernsehturm passt soweit. Hier dieser Schornstein passt soweit. Das Gebäude passt für die Zeit der Strecke auch. Ja, aber alles andere ist, ja. Also sagen wir mal, fiktiv wäre da noch ein Kompliment für das hier. Also das hat halt nichts mehr mit Essen in irgendeiner Form am Hut. Auch hier diese Bahnhofsvorplatzausgestaltung. Ja, hier ist in Realität ein Parkplatz. Ein Taxistand ist hier eigentlich auf dieser Seite. Hier vorne so, wobei eine Maus ist. Hier vorne ist tatsächlich ein Parkplatz. Ja, aber der Rest, der hier so abgebildet ist, ist. Ja, so lala. Aber gut, das wird es. Türen zu. Und wenn die Bremsen gelöst sind, schön, wie sie zischt im Führerstand. Das gefällt mir sehr im Steuerwagen. Hinten dran übrigens die 110 nach wie vor am Schieben. Auch sch wirklich schöne Repaints für die N-Wagen mit den ganzen Details hier. Ah, da ist die S1. Hallo und tschüss. Hier noch ein verkehrsroter Wagen, der sich hier auch noch mit eingereiht hat. Und hinten dran die Baureihe 110. Nächster und letzter Halt ist dann Bochum. Kann man eine kleine Vorbeifahrt hier mal einbauen und filmen. Einmal hoch auf die 130. Einmal die Leistung abgeschaltet. Und hinter der Kurve dürfen wir dann 150 fahren. Genau, ab hier dann hinter der Weiche
Für uns heißt es dann, dass wir 140 fahren dürfen. Denn das ist die Höchstgeschwindigkeit unseres Zuges, die zulässig ist. Da kommt uns noch ein RE entgegen. Sehr schön mit einer 143. Oder eine 112. So, 138, 139, so, und jetzt müssen wir die Leistung abschalten. Hier sehen wir auch schön den Parallaxeneffekt. Hier steht nämlich, dass wir schon 140 fahren. Hier vorne allerdings die Nadel noch vor den 140. Also davon auf gar keinen Fall hier in irgendeiner Form beeinflussen müssen. Denn wenn wir jetzt aufstehen, dann sehen wir, dass wir 140 fahren. Aber auch hier aus dieser Perspektive halt eben nicht. Weil das eben dreidimensional ist, das ist ja eine Nadel und eben nicht einfach eine Textur oder sowas hier da drauf. Dementsprechend muss man da immer wachsam sein. So, kleines Landmark an dieser Stelle, dieses große Gebäude, das sieht man noch von der A40 aus sehr, sehr markant. Wir werden hier über Wattenscheid einfach drüber fahren, weil ich komplett vergessen habe, dass es diesen Halt in Wattenscheid gibt und es ist jetzt eh viel zu spät, die Bremsung einzuleiten. Ja, meine Damen und Herren, heute kein Halt in Wattenscheid, da gibt es eh nichts zu sehen und zu tun. Dann sind Sie umso schneller in Bochum. So. Dann ist auch bestimmt keiner unzufrieden. Ganz vergessen, dass es Wattenscheid gibt. Naja. Gibt Schlimmeres. Müssen wir da ein bisschen Leistung hier einschalten, eintasten. Wenn nicht zu langsam werden. Müssen aber aufpassen, nicht so viel Leistung auf einmal einzutasten, denn ansonsten fliegt uns der Hauptschalter um die Ohren. Bochum ist auch nicht mehr weit. Jetzt links müsste hier so eine Industrie mit Gleisanschluss kommen. Ja genau, da ist sie. Ja, dieses Gebäude. Jawohl. Jetzt müssten noch so ein, zwei Haltepunkte kommen. Hier auch wieder die S-Bahn, die sich wieder dazu gesellt. Und wir haben auch halt zu erwarten, das haltzeigende Signal wird sicher am Ende des Bahnsteigs von Bochum Hauptbahnhof sein. Okay, kein aktiver 1000 Hertz Magnet. Bochum Langendreher, glaube ich.
Wir müssen aufpassen, denn hier ist eine 1000 Hertz-Beeinflussung. Einmal schnell unter die 85. Das ist an dieser Stelle geschafft. Und dann sind wir auch schon in Bochum.500 Hertz Magnet müsste auch aktiv sein, da müssen wir jetzt aufpassen. Dann lass mal ausrollen. Dann fahren wir noch voran bis zur Bahnsteigsüberdachung, damit unsere Fahrgäste nicht so weit laufen müssen. Und dann haben wir das auch schon geschafft. Dann ist unsere Fahrt hinter uns. Ja, okay, jetzt fahren wir unfassbar langsam ein. Aber dafür haben wir halt den Halt in Wattenscheid. Ja, den sind wir einfach umgangen, nenne ich es jetzt einfach mal freundlich. Genau, ich würde sagen, hier können wir anhalten. Direkt am Treppenaufgang. Das passt sehr gut. Türen auf. Und dann wäre es das auch. Genau. Ich bedanke mich dann ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut, alles Gute, alles Liebe. Ciao, ciao.